Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute auf der IAA und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin schon mal Smart42 gefahren und ich habe heute für euch das Smart Concept Hashtag One dabei. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auf unseren Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden jetzt hier hauptsächlich über die Optik des Concept Cars sprechen, über den Innenraum und ich werde euch noch ein paar technische Daten, wie beispielsweise die Reichweite, verraten. Bleibt jetzt gerne dran, abonniert den Kanal und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt bitte! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner. Und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Ihr werdet wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr dann auch den richtigen neuen Smart dort finden. Der wird nächstes Jahr auf den Markt kommen und ihr werdet dann von einer Förderung von bis zu 10.000 Euro profitieren beziehungsweise von einer Dienstwagensteuer von 0,25%. Heißt, das wird sich auf den Leasingpreis niederschlagen und auf jeden Fall auch lohnen. Und wenn wir jetzt hier über die Maße sprechen, dann ist der Smart Concept Hashtag One 4,25 Meter lang, ist 1,91 Meter breit, 1,70 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,75 Meter. Das ist brutal, weil bei diesem Auto geht es hauptsächlich darum, sehr viel Platz im Innenraum zu haben. Den schauen wir uns gleich gemeinsam an. Aber was wir zuerst machen, ist gemeinsam über die Front sprechen. Und erstmal hat mir der Produktsprecher von Smart gesagt, bei uns ist Licht das neue Chrom. Und genau das sehen wir jetzt bei dem Concept Car, denn Licht spielt hier eine sehr große Rolle. Wir haben jetzt hier einerseits die Leuchten verbunden mit so einem sehr breiten Leuchtband. Und wie die Leute von Smart das hier nennen, ihr seht auch, hier geht so eine Animation durch, das ist ein Firework, also ein kleines Feuerwerk, in dem sich dann dieses Licht so öffnet. Hier habt ihr dann innen drin auch nochmal Licht. Smart steht hier nochmal drauf mit ganz vielen kleinen Dreiecken und ich finde das mega schick. Ist was ganz Besonderes, vor allem eben, wie das Licht hier immer wieder so durchfährt. Und genauso haben wir es auch unten im Kühlergrill. Ihr seht hier unten schon, alles beleuchtet, alles natürlich geschlossen. Auch hier wieder sehr viel Lichtspiel, ab und zu mal blau, ab und zu mal ein paar weiße Streben. Jetzt bewegt sich wieder ein bisschen was. Das ist schon super schick und vor allem habt ihr hier sonst keine Ecken und Kanten. Der ist total rund, der ist total knuffig, genauso wie mein Smart42 eben damals. Und hier habt ihr aber einen Viersitzer, der wird dann auch mal als Fünfsitzer dann irgendwann auf den Markt kommen. Felgen haben jetzt hier in dem Fall 21 Zoll Felgen, sind sehr groß, auch dem Concept Car geschuldet. Ich schätze mal, wenn ihr in Serie kommt, werden die nicht so groß sein. Und jetzt ist interessant zu wissen, dass Smart ja ein Joint Venture mit Geely hat, also ein 50-50 Joint Venture. Die sitzen mittlerweile auch in China und die Plattform ist tatsächlich open. Das bedeutet, jeder da draußen, der sich ein Auto kaufen möchte, bauen möchte, kann sich diese Plattform kaufen und darauf dann ein Auto bauen. Das ist keine Konzernplattform. Hier an der Seite sehen wir dann auch nochmal groß das Smart-Logo. Hier haben wir dann auch noch so ein Roségold, was ich super schick finde. Und wenn ihr von oben mal guckt, seht ihr schon, das Dach ist transparent. Ich zeige euch das dann auch gleich noch von innen. Super spannend. Dachreling haben wir jetzt hier auch. Und ich mag es total gerne, weil Smart hier eben das Konzept von E-Mobilität bei Kleinwegen einfach konsequent weiterführt. Auch sehr CW-Wert optimiert. Ich weiß den CW-Wert leider noch nicht, aber man sieht auf jeden Fall sehr wenig Ecken und Kanten. Er fließt. Hat zwar nicht so ein Bow-Design wie beispielsweise der Mercedes EQS, aber auf jeden Fall sehr wenig eben Ecken und Kanten. Sehr kleine Spiegel und jetzt gibt es was super Spannendes, was ich euch zeigen möchte. Und da muss Jan jetzt mal ein bisschen weggehen. Und was wir jetzt gemeinsam machen ist, Sesam, öffne dich. Ich mache das jetzt mal hier. Mal gucken, ob es jetzt auch klappt. Ich hoffe, er öffnet sich. Ihr seht hier jetzt auch so ganz klein eben diese Türöffnungen. Sie sind da, wo die Tür sich dann öffnet. Jetzt geht die erste auf. Und auch die zweite dauert jetzt ein bisschen. Hinten wurde natürlich auf den Knopf gedrückt, damit es klappt. Das funktioniert nicht mit Gestensteuerung. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Innenraum an und der ist mega cool. Kommt mal mit.
Ich darf jetzt auch gar nicht so viel anfassen, aber jetzt fangen wir mal hier in der Tür an. Wir haben jetzt hier an der Seite so ein Gold, sehr rund alles geformt. Schaut mal, hier spielt auch wieder Licht eine große Rolle. Wir haben jetzt hier auch sehr viel Platz, wo wir beispielsweise eine Flasche oder so unterbringen können. Wir haben jetzt hier natürlich Flügeltüren, heißt, die gehen vorne und hinten eben so auf, dass ich hier euch auch zeigen kann, wie dieser krasse Radstand von 2,75 Meter eben sich auf das Raumkonzept auswirkt. Und jetzt kommt noch mal hierher, wir schauen uns das mal an. Riesige Einstiegsleiste jetzt hier mit Smart drauf, ist alles in Weiß gehalten, beziehungsweise Beige und Gold. Schaut euch mal dieses Lenkrad da vorne an. Sieht so brutal futuristisch aus, ein bisschen auch noch Jeff Koons. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist so ein Künstler. Ich habe ja auch mal Kunstgeschichte studiert. Hier vorne dann in der Mitte auch noch mal ein Display und so eine schwebende Mittelkonsole, die ihr da noch habt. Schaut auch mal hier unten, habt ihr im Prinzip ganz viel Beinfreiheit. Ist schon sehr, sehr cool. Auch der Materialmix, den wir jetzt hier haben, es ist Leder, weißes Leder. Es sieht nach Alcantara aus. Wahrscheinlich wird alles eh vegan kommen. Auch die Kopfstützen sehen total basic aus, sind rund. Und wenn ihr jetzt mal nach oben guckt, seht ihr das Dach. Und das ist beleuchtet. War erstmal angedacht so als Solarpanel oder so. Jetzt ist es eben nur eine Leuchte. Und da spiegelt sich oben wieder, was man hier auch im Boden sieht, dieses Muster. Das ist total witzig. Und es sieht schon echt aus wie in so einem futuristischen Film, oder? So viel jetzt erstmal zum Innenraum. Wie gesagt, 5 Türen wird es dann geben. Schauen wir uns noch die Rückbank an. Auch sehr schick, wie ich finde. Beige, weiß und ganz viel Orange. Und was auch interessant ist, ihr seht ja jetzt hier die Beats-Anlage auf den hinteren Türen. Schauen wir die uns mal gemeinsam an. Die passen sich den Beats an. Heißt, wenn ihr jetzt Musik hört, passt sich da auch die Farbe an. Je nachdem, ob sie lauter wird oder wie sie sich eben ja, vom Beat entwickelt, sieht eben die Farbe auch anders aus. Und jetzt gehen wir aber noch ans Heck. Schauen uns das auch noch an. Hier hinten haben wir so einen ganz kleinen Spoiler, der runtergeht. Den finde ich ganz schick, ist bestimmt auch CW-Wert optimiert. In der Mitte steht dann auch nochmal Smart beleuchtet, wie ich euch schon gesagt habe. Licht ist das neue Chrom. Und auch hier wieder eine durchgehende Leuchte. Hier geht dann eben wieder dieses Feuerwerk heraus. Wir haben auch einen kleinen Kofferraum, der ist übrigens Heck angetrieben. Heißt, ihr habt hinten dann auch den Elektromotor. Der Akku sitzt dann eben zwischen den Achsen, heißt, es gibt einen guten Schwerpunkt. Ihr habt einen Heckantrieb, ihr habt dadurch weniger Lenkbewegungen. Was nicht so gut ist, ist, wenn ihr im Winter dann damit zu sehr aufs Gas geht, kann so ein bisschen der Po wegrutschen. Aber es hat auch viele Vorteile. Und hier unten ist dann eigentlich hauptsächlich Plastik bzw. Beplankung. Ist natürlich auch gut für die Stadt, ein bisschen nach hinten hochgebockt. Da fährt man dann nicht so schnell irgendwo dagegen. Ja, Jan sagt gerade noch, ich soll euch zeigen, dass hier geladen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Ladebuchse ist. Das ist ein bisschen klein. Es kann sein, zum Laden kann ich euch leider noch nicht so viel erzählen, aber ich kann euch was zur Reichweite sagen. Und zwar soll der Smart Hashtag One 430 Kilometer weit kommen. Und was wird er kosten? Er wird sich ungefähr beim ID.3 einpendeln vom Preis. Heißt, er wird knapp über 30.000 Euro kosten. Was ich einen guten Preis finde und ich mag das Konzept, denn es ist leichte Elektromobilität für die Zukunft und für die Stadt. Und falls euch das trotzdem zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert über den Automobilmarkt. Abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!